Also, wir tun das jetzt so lange im Ofen, bis wir da das entsprechende Material draus haben, was wir haben wollen. Das braucht natürlich einen kleinen Moment, die Zeit nutze ich einfach mal. So, er brennt hier noch munter vor sich hin. Und, ja, wir lassen den mal hier ein bisschen brennen. Wir können ja währenddessen noch mal ein bisschen gucken. Wir müssen hier noch weitermachen. Vor allem haben wir jetzt eine Stunde, also zwei Folgen und ja, gut was geschafft, würde ich sagen, ne? Also der hat kein Network. Hydro-MV, der kriegt dann so hier ein Network. Ich glaube, den Scheiß, den reißen wir hier nochmal raus. Weil wir wissen ja, wie wir es haben wollen. Wir bauen das erstmal und gucken dann gleich mal, wie wir das dann vernünftig abdecken. So. Man baut ja nicht erst die Verkleidung und dann die Technik, sondern man baut halt erst die Technik und dann die Verkleidung. So. Ist ein Kraut und Rüben hier. Meine Güte, sieht das schrecklich aus. Ja, genau, da musst du noch irgendwie so eine Switching Station, nee, eine Converter Station oder sowas, also ein Energy Converter Ding rein, wie auch immer. Wobei, so schlecht finde ich die Mod eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich die drin lasse. Muss ich mal gucken. Vielleicht baue ich ja auch basierend auf dieser Mod ein Objekt ein, das so als Taschenlampe fungiert. Dass die Fackeln das eben nicht haben, sondern dass dann eine Taschenlampe das hat. Hm? Überlege ich mir noch. So, auf jeden Fall. Machen wir hier auch erstmal weg. Gut, damit wäre die Technik dann erstmal offengelegt. Ich meine, wie es ist, ist klar. Also wir müssen hier gucken, dass wir den Kram dann hier irgendwie... Ja, ich würde den anderen dann hier hinsetzen, dann verbinden wir das und dann ziehen wir das hier unten dann irgendwie unten drunter. Dann hin, das muss ja von allen Seiten irgendwie fließend Wasser haben. Kriegen wir auch hin und dann, ja, Deckel drauf und dann ist das gut. Vielleicht setzen wir die auch eins höher, dass sie hier mit auf der Ebene ist. Dass man da auch gleich drauf gucken kann, ob die Netzwerk haben, wie viel ergiebig die sind und so und... Na, schauen wir mal. Öl müsste eigentlich inzwischen durch sein. Damit hätten wir dann Paraffin und das schmeißen wir jetzt nochmal rein und da kriegen wir dann Plastik draus. Genau. Machen wir einfach mal alles. Ich meine, wir haben ja genug davon. So, dann... ja, die Felder, die müssen wir auch alle eigentlich irgendwann mal bestellen. Das wächst ja jetzt hier so ein bisschen Unkraut einfach nur. Gucken wir mal, ne? Hat ja doch soweit ganz gut geklappt. Hinten wollten wir ja auch noch irgendwie... Wollten wir da weitermachen? Ne, hatten wir abgeschlossen, oder? Ich glaube, hier hinten war auch abgeschlossen. Genau, hier habe ich administrativ beschlossen, dass wir fertig sind. So. Ich mag ja hier meine Treppen, ne? Ich überlege ja die ganze Zeit, ob ich das vielleicht so mache, dass das... hier alles eins tiefer sitzt, dass eben hier überall so ein Rand halt eben hoch ist. Das heißt, da müssten dann... Ja, baue ich mir in meiner Mod wieder ein. Wir wollen natürlich das hier so behalten, wie es ist, das ist klar. Dass wir dann eben hier Gravel Slabs haben.
dass das alles so ein bisschen Kontur hat. Hier müssen wir mal gucken, wie wir dann... Doch, das würde gehen. Da würde ich hier einen Slab liegen. Hier würde ein Slab liegen, dann wäre hier ja schon vorbei. Das heißt, hier wird es dann einfach ganz normal. Ja. Ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen geiler, als das so zu haben. Ne? So ist natürlich auch schön und man läuft halt so ein ganz kleines bisschen tiefer. Dann. Es ist immer noch besser als anders. Und ich könnte hier natürlich auch einfach überall Slabs drauflegen. Hätte den Nachteil, ich könnte hier keine Straßenlaternen mehr aufstellen. Das wäre so ein bisschen doof. Weil die wollte ich ja natürlich auch noch machen. Hätte ich natürlich auch eine Mod für, die genau das macht, was ich haben möchte. So. Habe ich die eigentlich drin, die Mod? Ich gucke gleich mal. Und hier könnte man natürlich auch gucken, dass man das vielleicht auch mit Slabs macht, die dann eins drin sind, dass es hier auch nochmal so ein bisschen Kontur gibt. Das war hier erstmal so hingepflanzt, ne, dass das hier dann steht und wie es dann ist, ist halt mit dem Durchlaufen hier so ein bisschen, würde es ein bisschen weitermachen. Hat man natürlich überall diese Säulen dann hier so ein bisschen Stabilität andeuten hier und dann hier mit dem Ding. Das machen wir, glaube ich, auch nochmal irgendwann. Wir sind dann relativ am Anfang. So viel Weg und sowas haben wir ja alles auch noch nicht gebaut. Das heißt, die Möglichkeit, das zu machen, noch haben wir so auf jeden Fall. Und dieser komische Schandfleck hier, der muss auch nochmal wieder neu gemacht werden. In meiner Vorstellung war das total geil. Ja, man hat halt hier so einen stabilen Abstieg und hat dann hier seinen Wasserfall und geht dann hier zum Hafen. Also zur Anlegestelle hier. Ein richtiger Hafen ist das ja nicht. Und hier mit dem schwebenden Wasser, das müssen wir natürlich dann irgendwie zubauen. Das sieht ein bisschen schäbig aus. Ah, was tut man nicht alles, ne? Ja. Also das ist so, so lala. Was natürlich auch eine ganz fiese Mod wäre, ne? Was man natürlich machen könnte. Diese Steine hier, ne? Die sind ja so, wie sie sind. Man könnte da einen Note-Timer einrichten mit einer ganz, ganz langen Zeit und einer ganz, ganz geringen Wahrscheinlichkeit. Aber dass so schrittweise diese Steine durch brüchige Steine ersetzt werden und brüchige Steine irgendwann durch Gravel oder so, das wäre natürlich... Müsste man natürlich regelmäßig gucken, dass man sein Haus hier erneuert und das neu, obwohl hier sind Slabs, das wäre egal. Das würde nur die normalen Steine betreffen, das wäre sonst so ein bisschen doof. Aber das wäre natürlich auch eine interessante Idee, ja, könnte man natürlich auch machen. Gibt es bestimmt schon längst, habe ich bisher nur nicht gefunden. Schauen wir mal. Ja, ich weiß. Mal 10 Kohldust. Wie viel Kohldust habe ich denn jetzt hier verbraten? Naja. So, Dings hier müsste durch sein. Plastik Sheet. Sheet. So. Tam. Ach, da gibt es gleich 3 von. Das ist ja nett. Dann wollen wir den Kupfer da mal aufwickeln. Keine Ahnung wie viel. So. Ja. Gibt's auch 2 von. Sehr schön. 4 brauchen wir, ne? Dann machen wir hier mal noch eine. Das muss ich ehrlich sagen, das finde ich tatsächlich wesentlich schöner, als wir das vorher gelöst haben. Mit diesem komischen, dass man die hier so über Eck legen musste. Dieses hier, ne? Mit dem... Wo man dann das Dazwischenlicht, dass man diese komischen Ringelchen rausbekommt. Das finde ich so tatsächlich irgendwie schön, ja. Vor allem ist es nicht so teuer. So. Genau, die wollen wir jetzt zu denen hier zusammenbauen mit wohl ein. Okay, da kriegt man dann einen. Gleich mal gucken, was wir davon brauchen. Ja. Ach, da brauchen wir noch ein bisschen was von. Ja, hallo? So.
ne, Idiot da. Rote Eilinge, das, was tue ich denn da rein? Rote Eilinge tue ich da rein. Empty. Ach, das, die kriegt man. Die kriegt man zurück. Ich war gerade kurz so ein bisschen irritiert. Ich habe da doch irgendwie. Das ist natürlich richtig geil. Thumbs up für diese Änderung an der Mod. Das ist auf jeden Fall sehr fair. Im Vergleich zu diesen vielen anderen Rezepten, die so scheißteuer sind, ist das so eine richtig schöne Änderung hier. Zack. Ja, und hier schon, dann sind sie leer und dann kann man sie wieder in den Schrank tun. Ah, die sind ja wiederverwendbar. Ja, die stacken auch, das heißt, die haben auch keinen kein Verschleiß. Das ist, okay, das ist vielleicht kein Werkzeug, das ist auch hier Technik. Das ist natürlich schön, das gefällt mir, das ist gut geworden. Dieser komische Wheel-Ding, was man da jetzt in der Hand hat, sieht halt ein bisschen komisch aus, aber okay. So. Ja, man muss den Mod auch mal loben. Das ist mal richtig gut geworden. Jetzt tun wir das gute Ding hier oben mal rein und dann gucken wir mal, ob ich das jetzt wieder so zusammenbauen kann, wie ich das rausgenommen habe. Aber ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Hier oben hin. War das so rum? Es war so rum. Hey. So. Das kriegen wir auch zusammen. Schon habe ich es vergessen. Genau. Ein hiervon. Na, und hier rein. Ich habe schon wieder vergessen. Dann hier die Hydro im Dreieck und das Stainless Steel im Quadrat außenrum. Hydro im Dreieck. Zack, zack, zack. Und Stainless Steel im Quadrat außenrum. So. Zack. 2 Stunden, meine Damen und Herren. 2 Stunden und wir haben einen Hydro-MV-Generator gebaut. Ne, 1 Stunde, 2 Folgen. So rum. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander geraten. Man sieht das trotzdem, was ich trinke, ne? Jetzt trinke ich es auf jeden Fall nicht mehr, weil es leer ist. So. Ja. Gibt auch noch viele tolle andere Energy Drinks, die man auch alle hervorragend trinken kann. Jetzt tun wir hier mal mit rein. Hallo Kuh. Ah ja, jetzt kann man eigentlich auch mal unser mühevoll in 2 Folgen gebautes Ding da einpflanzen. Jetzt brauchen wir 2 weitere Folgen, um es zu verkabeln. Wobei, das sollte eigentlich ein bisschen schneller gehen, zumindest so bis zu dem, bis zu dem Punkt, wo es dann weitergeht. So. Der hat natürlich auch kein Signal. Ach nee, wir können die gar nicht auf Dingshöhe bauen, weil wir das fließende Wasser brauchen. Das heißt, hier kommen Glas drauf. Da kommt dann Technik drum. Hier mal gucken, dass wir hier so ein bisschen Loch machen für fließend Wasser. Fließend Wasser, so. Fließend Wasser von der Seite. Wird hier platziert. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil das dann nach hier abfließt, nach da abfließt und nach da abfließt. Das heißt, alle 3 Seiten haben fließendes Wasser. Dann brauchen wir von der Seite hier auch nochmal irgendwie. Das würde ich... Nee, Moment. Wir markieren uns mal ganz kurz. Genau, wir machen das auch mit den Dingern hier, wo die sitzen werden. So. Dass es da so dunkel ist. So. So, da wird auch eine sitzen. Hier wird auch noch eine sitzen. So, die sitzen immer im... Ja, komm, komm, oh ja. Die sitzen immer so. Das heißt, dazwischen muss immer fließendes Wasser sein. Also.
Wir platzieren hier ein fließendes Wasser. Das heißt, das würde alle Seiten umströmen. Das wäre dann hier, aber müsste das zu sein, weil sich das da sonst zu einer Quelle connecten würde. Das heißt, hier ist auch fließendes Wasser. Da ist fließendes Wasser. Moment, ich hole mal eben... Ach nee, wir können ja eigentlich so das Sichtbare hier mit den Dingern zubohren, ne? So. Wir sind mal so dekadent, wir haben es ja. Ach, das irritiert total. So. Da kommt fließendes Wasser an. Ups. Von hier hinten aus dem Loch kommt auch fließendes Wasser. Da kommt fließendes Wasser. Hier ist zu. So. Das ist fließendes Wasser. Das ist fließendes Wasser. Hier muss zu. Oh, man kann da nicht laufen oben an der Ecke. Komm schon, komm, spring! Spring, Junge, spring! Nun, nun, spring da! Oh, komm, komm, spring, spring! Das klappt auch nur einmal, ne? So. Hier ist zu, weil sich das sonst connecten würde. Das heißt, hier ist offen. Da ist offen. Da liegt Wasser, das fließt nach da und nach da und nach da. Reicht das überhaupt so? Wir bauen es erstmal. Das ist so kompliziert. Hier ist offen. Das heißt, da fließt Wasser. Hier fließt kein Wasser. Hier fließt Wasser. Hier fließt kein Wasser. Ja gut, und da sind wir dann hier auch schon am Ende. Also von daher ist dann hier eh zu. Das heißt, hier muss auch nochmal Wasser fließen. Das heißt, das würde hier fließen, das Wasser. Och, meine Güte, ist das alles anstrengend. Also hier ist zu. Hier fließt Wasser. Hier fließt Wasser. Da in der Mitte fließt Wasser. Und hier in der Mitte fließt Wasser. Gut, hier wäre dann eh das Kabel ist isoliert, das passt schon. Kann das Ding natürlich auch schon nach hinten setzen irgendwie. So. Was wäre denn hier? Nee, das funktioniert nicht, weil wenn hier auch noch eine Dings ist, dann wird sie das ja hier connecten. Das ist doch alles doof. Oder sollte hier Wasser fließen? Wenn hier Wasser fließt, würde das nach da und nach da und nach da gehen. Das heißt, da würde kein Wasser fließen. Das heißt, so. Hier wird es rauskommen. Hier wird nach da fließen, das Versorgung, nach da fließen, das Versorgung, nach da fließen, die beiden Versorgung. Ja, dann müssen wir das Ganze einmal umdrehen. Und zack, zack. Ich hätte schon wieder eine Fackel liegen. Genau. Zack. So. Weil das rausfließt, nach da fließt, nach da fließt.
und nach vorne fließt. Zack, 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 zack. So, Wasser, 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 Wasser. So, Wasser, 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 Wasser. Und das funktioniert wieder nicht, weil sich das dann hier connectet. Was wäre denn, wenn... Ja, ich habe das doch vorher auch hinbekommen. Oder war noch vorher weniger? Wir reißen das einfach alles nochmal weg. Und denken einfach nochmal eine Nacht drüber nach, würde ich sagen. So. So. Leck mich am Arsch. Verkabel den Scheiß gleich erstmal. Außerdem machen wir jetzt hier mal alles schön wieder zu. Und dann planen wir dann gleich mal ganz in Ruhe. Wir machen hier einfach mal ringsum schön. Außerdem habe ich so ein bisschen im Hinterkopf, dass diese Hydroturbinen anders funktionieren. Oh, wir gucken gleich mal, wie wir das am besten machen. So, Dele. Klar ist auf jeden Fall, hier unten kommen die Dinger raus. Das heißt, sie fließen hier in der Mitte zusammen. Bis nach hinten durch, und zwar... Hier unten dann halt irgendwie Konverter und hast du nicht gesehen. So. Das heißt hier noch. Dachte gerade, das wäre auch so ein Unknown Node. Wir brauchen hiervon ein bisschen was. So ein ganz bisschen Kabel haben wir ja noch. Wir müssen auf jeden Fall wieder welches machen. Aber das wird definitiv niemals reichen. Und ja, hier irgendwie da zumindest schon mal ran. Die Switching Station an sich, die funktioniert ja jetzt schon. Das heißt, wir können hier wirklich mal so einen Live-Test mit Wasser auch machen. Aber erstmal machen wir hier mal ein bisschen... Geht das jetzt eigentlich wieder? Nee. Das war immer noch so, dass das über Kreuz und dann mit einem dazwischen war. Ne? Gleich mal gucken. Oh, wir kochen hier einfach mal ein bisschen. Ein bisschen Cobblestone. Oh, hier noch mehr Cobblestone. So. Nehmen wir mal unseren zweiten Eimer mit. Ich weiß ja nie, wofür man den mal gebrauchen kann. Und dann bauen wir einfach mal ein bisschen... vor und gucken mal, ob das denn funktioniert. Aua. Aber wir ziehen erstmal hier zu. So. Jetzt müssen wir hier die Ecke auch noch ordentlich machen. Ja. Zack, zack. Ja, jetzt kommt man hier natürlich wieder super raus. Alles klar. Boing, 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 boing. So. Außerdem ist die Spitzhacke auch gleich hin. Wenn wir dem jetzt hier ein bisschen Wasser rangeben.
Dann hat der 0% Effizienz, weil da eine Quelle ist, dann funktionieren die doch so wie die. Okay. Wenn wir hier Wasser rangeben, sollten die Effizienz bekommen, genau. Weil die von zwei Seiten umströmt werden. Das heißt, da ist Wasser. Müsste dann hier nicht Wasser hin? Wobei dann halt die nicht mehr umströmt wären. Gut, das heißt, wir nehmen das hier nochmal raus. So, jetzt haben die wahrscheinlich wieder 66. Jetzt haben die wieder 66. Okay. Dann die zweite Quelle könnte dann ja von da kommen. Ja, aber dann verbindet sich das da halt. Das ist das, was ich meine. Ah, machen wir hier mal ein Loch rein. Nehmen das. Tun das in das Loch. Dann haben die eine Effizienz von weiterhin nur 66%, weil die nicht von der anderen Seite auch noch umströmt werden, oder was? Hier noch. Ja. Jetzt kriegt er hier auf jeden Fall volle Breitseite. Wir machen das hier eben kurz weg. Jetzt kommen wir da nicht dran. 100%, okay. Eine Ministe. Wieso sind die jetzt hier verbunden und haben trotzdem 100%? Was ist denn das für eine Kacke? Und vor allem, wieso sind die verbunden? Ich habe doch hier... Ich habe das dann nicht reingetan. Weil ich irgendwie in diesem scheiß Ding drin... Trotzdem hatten die eine Effizienz von 100%, ne? Könnte man dann nicht theoretisch hier noch wieder zu, da eine Quelle hin, 100%, 100%. Das bedeutet, wir haben jetzt hier erstmal eine unendliche Wasserquelle. Das ist ganz praktisch. Und machen das Ding hier hin. Und machen da dann von den Löchern... Ah, ich glaube, jetzt haben wir es. Das ist da drin. Okay, das heißt, das ist da drin. Na, so. Hier. 66, 100. 100. Es wird. Siehst du mal, ist doch alles gar nicht so schwierig, wie ich mir das dachte. Sieht ein bisschen komisch aus, aber wir wollen hier erstmal ein bisschen Licht haben zum Arbeiten. Das heißt, da ist ein Loch, genau, dann kriegt ihr nämlich hier auch. Zack. Ich bereite das schon mal alles vor für den Fall, dass wir dann irgendwann mal umsteigen. Beziehungsweise das dann hier erweitern. So, das muss jetzt... Ziehen das mal kurz von hier. Ne, es muss eins tiefer, ne? Zack, zack, zack. Weil wir jetzt hier natürlich irgendwie einmal Wasser dran machen. Hier natürlich einmal Wasser dran machen. Hier ist wieder ein Loch. Das kommt auch weg. Zack. Das kommt aus dem Loch. Zack.
zack, das kommt aus dem Loch. Und dann wäre Turbine da. Und hier. Da. Und hier wäre sie dann. Ja, damit hätten wir dann hier überall 100% Effizienz. Das ist gut. Und dann haben wir 3600 und die können wir konvertieren, glaube ich, relativ... Upsa, glaube ich, relativ günstig. So, gut. 1936 habe ich angefangen, okay. Nur ein bisschen machen wir noch, ne? Wir haben ja auch noch was im Ofen, was wir irgendwie bearbeiten wollen. Hatten wir doch, oder? Hatten wir. Cobblestone haben wir ja noch ohne Ende. Ja, wobei auch nicht mehr so super viel, ne? Wir brauchen da relativ viel. Dass die immer nur auf 99 stecken, wenn man sie rausnimmt, ne? Und wenn man sie dann hier, kann man sie dann auffüllen. So. Da haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen von. Kabel brauchen wir. Kabel. Oh, weil die Kabel, dann kann ich das nämlich eigentlich schon mal alles zumachen. Ist das MV, ne? Das ist LV. Eigentlich könnten wir ja auch gleich auf MV upgraden, oder? Dann brauchen wir, sparen wir uns diese komische Converterbox, weil die war, glaube ich, auch relativ intensiv. Na, also die ist auch relativ komplex. Ist der Ofen komplexer? MV? Ja, guck mal, den gibt es nämlich nur LV. Scheiße. LV-Furnace. LV. Ach, aus irgendwelchen mysteriösen Gründen taucht er nicht auf, ne? Irgendwie sowas war doch da schon mal. Ja, das sind die ganzen Dinger hier, das wird sich auch nochmal ändern. Ich habe übrigens die Streetlight-Mods, die habe ich installiert, okay. Warum auch immer der LV-Furnace nicht auftaucht, ich schaue mal eben nach. Furnace. Bla, Furnace. Processing. Nö, das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Das ist mir zu kompliziert. Wir nehmen es einfach hin, dass aus irgendwelchen Gründen der FV-Furnace da oben nicht auftaucht. Ja, deswegen weiß ich auch nicht, wie der gecraftet werden kann und von daher lassen wir das Ganze. Ist auch nicht dramatisch. Wieso findet man den nicht? Ich meine, kann doch nicht sein, dass das irgendwie... Das ist der Alloy-Furnace. Das sind die drei. Ja. Der ist einfach nicht da. Ne? Der ist einfach. Wir können jetzt mal hier am. Es gibt auch einen MV-Furnace, okay. Ja. Es gibt halt kein Rezept für den. Irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwas ist da kaputt. Das heißt, wir lassen erstmal so wie es ist, wir bauen uns diese komische Converterbox und fertig. Vielleicht wird ja mit 5.0.0
0.0.0.0.0, alles besser. Das heißt, Kabel wollten wir machen. Kabel brauchten wir irgendwie hier Gummi und da kann ich eigentlich mal gucken, ob es da noch eine Alternative zu. Latex. Raw. Ja, hübsch, aber nein. Rubberfiber gibt's halt auch irgendwas ist kaputt. Sagt das Lock denn irgendwas? Das Lock sagt nur, dass ich Steine gecraftet habe von Moblox. Ja, gut, dann wie ging das denn noch, das Raw Latex richten wir mit dem komischen Tree Tab. Das heißt, wir suchen jetzt nochmal einen Gummibaum, ernten mal ein bisschen Latex, den da hinten vielleicht, oder? Da stand doch auch mal einer, den hatten wir abgerissen, ne? Das heißt, wir gucken mal, ob der nachgewachsen ist. Und dann holen wir uns ein bisschen Latex. Und dann geht es gleich weiter. So. Ja, noch ist er nicht da. Moment. Ja, doch nicht. Doch. So. Der wird wahrscheinlich gleich, wenn der getriggert wird, wird er dann schlagartig dann da sein, der Baum. Können wir live sehen, wie er spawnt. Wenn er spawnt. Oder auch nicht. Wohl eher nicht, ne? Na, wohl eher nicht. Vielleicht müssen wir noch näher ran. Na, guck mal, da ist er. So, dann ernten wir den einfach komplett ab, würde ich sagen. Vielleicht wächst er ja nach, wenn der nicht abgebaut wird hier. Das wäre natürlich auch eine Theorie, ne? Ja, toll. Eine so eine blöde Blume da oben. So. Tap, 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 tap. 6 gibt's davon, oder? Das ist ja nicht so viel, ne? Upa. So. Einmal den Baum geerntet. Da ist noch einer. Ja, da wäre jetzt die Frage, ob das nachwächst oder nicht. Habe ich dann genug? 14? Hm. Für das, was wir vorhaben, reicht das, glaube ich, noch. Wollte gerade sagen. Müssen wir hier reintun, dann müssen wir hier reintun. Und dann müssen wir Kohle reintun und dann geht das los. Gut, also das funktioniert zumindest noch. Keine Ahnung. Gibt halt nicht so ganz viel davon. Ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber so ist das dann wohl. Jetzt kann man den Tab auch wieder wegtappen. Tap. So. Das kommt hier wieder rein. Den machen wir hier vorne und dann kommen wir hier ein bisschen schön machen, ne? Dip, dip, dip. Na, wie viel werde ich wohl rausbekommen? Na, wer hat in Mathe aufgepasst? Na, wer hat in Mathe aufgepasst? Naja. So. Naja, das ist ja nicht sehr erfolgreich gewesen. Der Baum ist jetzt immer noch nackt, ne? Beziehungsweise leer. Hui. Ach ja, ich wollte weiterverkabeln. Ich habe gerade überlegt, was wollte ich eigentlich machen, aber ich wollte weiterverkabeln. Da brauchen wir auch zum Glück nicht so ganz viel von. Aber die Hacke reichen nicht mehr, ne?
Oder doch? Oh. Na. Ah. Genau nicht. So. Zack.